Das Problem ist nur, die Alternative dazu, die möchte ich Ihnen hier gar nicht beschreiben. Wir haben in Italien und in Spanien die Situation, dass so viele Menschen sterben, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie die Leichen hinbringen sollen. Ehrlich gesagt, wir haben schon ein mulmiges Bauchgefühl, ob es möglich ist, dass wir das durchstehen können, wo man in der Härtesituation ist, dass man die schlechtesten Chancen hat, weiß, dass man sie verliert und auch draußen lassen muss. Nach der Krise, 2 Jahre später, ist immer jeder, alle gescheit und analysieren, was man hätte machen können. Aber ich glaube, die wichtige Tatsache ist, wir sind vorbereitet. Man hört dich ganz schlecht. Du bist ganz leise. Das Plätzchen lebt noch und ist auch gewachsen. Auch wenn sich niemand einen zweiten Lockdown wünscht, so ist der zweite Lockdown das einzige Mittel, von dem wir verlässlich wissen, dass es funktioniert. Gut, verstorben ist leider soeben der Herwig Kohl im septischen Multiorganversagen inklusive DIC. Herr Professor Drosten lügt! Er lügt und das Schlimme ist, er weiß es! Eine Durchsage der Landespolizeidirektion Wien. Jetzt in Arsch! Einfach ganz locker. So, da. Oh.